Gegner. So, jetzt aber hier mal eben Fähigkeit. Schlaf, weg damit und Flammenflanke. Ja, ist. Cool. Mega Heilung. Dame und. Danke. Ja, ich kämpfe schon seit 2 Minuten und dann. Ja, es weiß ich auch, warum ich diese Typen hasse wie die Pest. So, und du bist dann auch noch stumm und du greifst mir eben nur so an. Autsch, 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 autsch. Das macht auch keinen Schaden. Das ist super. Voll Angriff verschwendet. Ne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt könnte ich nicht mal bitte stampfen hier. Das geht mir so aus und auf Nerven. Nochmal ein bisschen Angriff steigern. Ey, mir reicht's langsam. Ich schieße gleich wieder. Ich weiß schon, warum ich gegen die nicht gekämpft habe. So, endlich mal einer geschockt hier. Meine Fresse. Stampfen und. Kurbat. Dich und du greifst an. Bei Dings ist es nicht so schlimm. Bei. Ja, toll. Bei. Bei. Wie heißt es? Bei Marquez, wenn der. Schläft, weil 2 Minuten schaffe ich das noch nicht mal, oder? Und ich schaffe jetzt 2 Minuten. Ja, es. Ey, Alter, mir reicht's eindeutig. Mir reicht's, aber sowas von, Leute. Mir hat's gereicht. Heißen Level 31, schön. Oh, nee, du. Nee, du, also. Ganz ehrlich, die. Ah. Das sind so nervige Gegner. Sind sie nicht mehr stark. Die nerven mit ihrem Scheiß. Die Dingse da mit ihrem Scheiß Wolkenkram da. Okay, gut, ich gucke jetzt in der Lösung. 419. War nur das Geheimnis bei 419. Da hätte ich glaube ich auch nachgucken können. Aber keine Lust. So. So spricht ein Adeptes Ratakark. Ah ja. Was zum. Autsch. Heiß, 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 heiß! Alter, also, haben wir jetzt keinen Schaden, gut. Aha. Also, damit kann ich ihn drehen, damit bewegen. Dann mal eben. Das ist mal originell. Das ist echt mal originell. Das ist mal cool. Nee, nicht allzu weit, gut. So, dann noch rein hier und. Gut gemacht, Leute. Der Dampfmann steht nun gleich vor dem Kristall. Der Dampfmann hat halt ein Kristall genommen. Okay. So. Dann mal bitte umdrehen. Nochmal umdrehen. Wo kann ich ihn da rein? Nee. Na gut. Hier und da so, nimm sein Kristall, sehr gut. So wäre das auch erledigt. Das war sogar mal geiles Rätsel, das hat mir gefallen. Da, dam, dam, dam. So, okay, was hast du plötzlich, Täubchen? Ich kann nicht glauben, dass die Fähigkeit einfach so darüber hinweg zu gehen ist. Nur aber ein epischer Heilungsweise, Täubchen. Die Tentakel haben uns erschaffen. Was wir können nicht wieder bekriegen. Wie bitte? Einmal mit mal, da habe ich eben gerade was verpasst, glaube ich. Habe ich den Kristall jetzt oder nicht? Ich muss mal eben kurz gucken. Dreht sich das Ding etwa oder was? Das ist schon offen. Wo steht, dass die Tentakel die Menschen erschaffen haben? Und ein Mensch, intelligente Spaghetti! Okay, dann müssen wir in der Komplette lösen. Da gucken, ich habe irgendwas verpasst. Bis gleich. Okay, das ist etwas seltsam hier. Also von jeder Seite muss man den einmal anklicken. Den Stein. Na komm. So, dann hier. Und. Nochmal Klick und nochmal Klick. Aha, das war richtig, okay. Gut, und das. Den Zügen grüßen wir zuerst. Den Unzeigersinn für
sichere dich, dann den du dann weiterfährst. Das heißt Süden und dann Uzagasin ist da. Nach links, glaube ich. Nee. Nee. Mhm. Aber das heißt doch, den Steinsherren befehle ich, den Süden grüße mir zuerst. Den Uzagasin wirst beugen dich, dann du weiterfährst. Was heißt das? Den Stein zu Ehren befehle ich. Dem Süden grüße mir zuerst. Im Uhrzeigersinn verweigere dich. Ach so. Also muss ich jetzt hier und so und so und so. Okay, das war richtig. Was soll das? Potsblitz! Ich bin da auf unserer Seite! Pritzel, Pritzel, Pritzel. Oh. Hoho, wir haben ja das entdeckt. Okay. Gut, das hätte ich das machen sollen. Du kannst das lesen, Meister Äffchen? Allerdings, kleiner Mann. Hör gut zu, vielleicht lernst du noch etwas. Okay. Der zweite Echsenkrieg. Der Aufstand der Echsendiener furchtbar und in der Gruppe unserer Pläne. Dabei hatten wir schon so viel erreicht. Unsere Herrschaft griff auf die sonnennäheren Kugeln aus. Vor allem der blaue Planet erwies sich als reichhaltige Saugstätte. Zwar bereitete den schwächlichen Gärtneräffchen Das Gärtneräffchen seine hohe Schwerkraft Probleme, sodass sie zu schnell vergingen, als dass sie Nutzen abwerfen konnten. Aber sie begegneten der Schwierigkeit, indem wir ihre Urform, die polaren Fellviecher, auf der blauen Kugel ansiedelten und ihnen durch sorgfältiges Zucht Gehorsam und Geist einflößten. Aha! Wir standen kurz davor, unser Reich zu etablieren. Da brach der Echsenaufstand aus. Nie hätten wir uns träumen lassen, ausgerechnet von den tumpen Hörnern der Geschuckten genarrt werden zu können. Doch in ihrer langen Dienerschaft hatten sich viele von ihren Herren gelernt. Zu viel. Sie trafen uns unvorbereitet. Die rohe Kraft ihrer Klauen grub sich schmerzhaft in empfindlichste Bereiche. Kurz vor dem Gipfel drohte uns tiefster Fall. Wir zogen alles von den bereits beherrschten Kugeln ab und warfen es gegen die Echsen. Furchtbar tobte der Kampf. Doch dank der skrupulosen Tücke des Ordens der Bürger konnten wir der Führer des Aufstandes herbhaft werden. Als erst deren Köpfe rollten, brach die Empörung zusammen. Doch die Verwüstungen waren immens. Die Verbindungen zu den fernen Kugeln waren gekappt. So ließen wir die neuen Äffchenzüchtungen zurück und leckten unsere Wunden. So geschehen und geschrieben im vierten Umlauf der 19. Phase. Ratakark, Ratakark, Diener der Bruderschaft der Acht Arme. Ha! Wie haben sie denn nicht erfasst, was dort geschrieben steht? Na, Vater Winterteil, das ist unübersichtlich! Mein lieber Leutnant, wir sind die Nachfahren tentaktischer Zuchtsklaven. Verbinde mit diesen Unterstellungen! Die von Magnussen sind sein altes Herr! Kommen Sie mir doch jetzt mit Rechnungen in den kleinen Kriegen Jahrhunderten. Ich rede von ganz anderen Größenordnungen, Leutnant. Hier geht es um die ferne Urzeit der Menschwerdung selbst. Tja, das ist ja so die Theorie von gewissen Wissenschaftlern. Ja, jetzt haben sie ausgesetzt und so ein Kram. Die liebe Güte, Herr Professor, also hatten Sie recht. Die Tentakler waren vor Ewigkeiten bereits auf der Erde. Ja, bei den Ägyptern. Nein, natürlich nicht. Meine Funde hatten mich das bereits frei vermuten lassen. Und nun weiß ich endlich, welche Katastrophe sie zum überstürzten Rückzug zwang. Und zuvor setzten sie eine zähe Affenart aus, um daraus strapazierfähige Diener zu formen. In der Tat, Teuerste. Ich vermute, es waren Exemplare der Art, die wir am Marspol getroffen haben. Beeindruckend. Dann gäbe es sogar eine Art familiärer Bande zu diesen Wesen dort. Hoho, liebe Vettern! Na, wie wird mir denn? Verwandt! Mit dem! Dann kann ich eines Tages bestimmt auch so tapfer wie ihr großen Äffchen werden. Ganz bestimmt, mein Bester. Aber wir benötigen unsere Beherztheit hier im Hier und Jetzt. Mir schwand nur zu sehr, was der große Bürger meinte, als er bemerkte, uns heimholen zu wollen. Diese Suppe werden wir ihm versalzen. Okay, ich muss ja erstmal kurz was zu trinken holen. Bis gleich. So, ja, da bin ich wieder. Ich habe den großen Bürger außerdem nochmal jetzt. Der hatte keine Erfahrungspunkte eingestellt. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man für so einen harten Kampf. Ich denke mal, sehr hart wird. Ich weiß es immer noch nicht genau. Ach, Scheiße.
Ja, toll. Muss ich mal nachgucken. Hakenkampf nicht belohnt wird. Und habt ihr nochmal Erfahrungspunkte gegeben? Der müsste ja so 6.000 bis 7.000 geben, denke ich mir mal. Und ja, das. Ich finde, den letzten Kampf finde ich das recht angemessen. Na gut, dann bis gleich, Leute.